Das Ganze ist halt so ein bisschen, ich sag mal, ihr kennt diese Läden mit den Lichterketten und so und da wo die... Ich habe mal in einem Livestream vor vielen Monaten gesagt, wenn ich mal 5000 Abonnenten habe, dann singe ich für euch Karaoke. Und natürlich, wenn ich was verspreche, ein Mann ein Wort, wie es ist, wir liefern. Und letzten Sonntag hatten wir den Livestream. Für alle, die dabei waren, konnten den kompletten Tag nachverfolgen, wie das Ganze abgelaufen ist. Ihr seid sozusagen Live-Zeitzeugen, meine Freunde, dass das Ganze genauso passiert ist. Und für alle, die jetzt nicht dabei sein konnten, ich möchte euch ein gewisses Behind the Scene zeigen, die ganzen Tage davor, wie ich mich vorbereitet habe. Wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir im Puff Karaoke singen, meine Freunde? Das Ganze erfahrt ihr hier in dem Video. Habt Spaß, nehmt nicht alles so ernst. Ich lerne einen Song in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Ach, kann bleiben down, Leo, bleiben wir oben, bleiben bei. Scheiße, verkehrt. Sei was sie boy, Timka. Sei was sie megan, legan. Es ist, wie es ist, meine Freunde. Einfach machen. Ich hätte auch sagen können, ja, in 3 Wochen. Ich übe dann noch 3 Wochen. Das wird nicht klappen. Du übst nicht 3 Wochen. Du übst 2 Tage davor, so wie es immer ist. Und dann stehe ich auf der Bühne. How can me play the only for me me when bling bling pie? Okay? Nee, oder? Diese Melodie werde ich nie vergessen. Sei was sie boy Timka. Aber bis jetzt so geht's schon, oder? Oder voll scheiße, sag ehrlich? Scheiße! Scheiße, oder? How come I could only bore me be when bling bling pie? Ja, das wird auf jeden Fall was am Sonntag dann. Alter Schwede, da bin ich wieder so eingelassen wieder. Aber gut, wird auf jeden Fall lustig, das wird ein Spaß wird es werden, meine Freunde. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn es vorbei ist. Wir müssen jetzt heute abends noch losziehen und eine vernünftige Location finden für da, wo wir singen. Weil wir wollten es ja eigentlich singen in einer großen Karaoke-Bar in Phetchabun. Nur leider hat diese jetzt geschlossen. Und jetzt müssen wir heute Abend noch irgendeine andere Location finden, weil ich hätte es schon gern gemacht, natürlich offiziell. Ich kann es auch auf meiner Terrasse machen und da Mikrofon und alles, das ist alles kein Thema. Aber ich hätte es gern offiziell in der Bar mit so ein paar Lämpchen und Zeug und irgendwie allein. Allein, deswegen übe ich doch. Wisst ihr, damit es auch jemand hört? Sichab mü, gan ja. Mü, mü. Mü. Mü, chab gang. Mua, sab, wa. Weiß der Teufel, was ich schon wieder gesagt habe, du. Ihr wisst ja, wenn die Betonung nicht stimmt, da wird das eine Heuschrecke plötzlich ein P***, du, das schwöre ich euch. Es muss ja nicht so astrein perfekt sein, Freunde. Es ist Karaoke. So beruhige ich mich immer. Es ist Karaoke, meine Freunde. Und da macht man das einfach, weil es lustig ist. Sei was ich mich gern legern. War wieder falsch. Ja, meine Freunde, wir sind natürlich jetzt unterwegs und suchen die richtige Location noch, wo wir natürlich unsere Karaoke-Aufführung des 5000 Abonnenten-Special natürlich dann zum Besten geben. Wir suchen bei uns in der Ortschaft und haben schon 2 Anlaufstellen. Da fahren wir jetzt auf jeden Fall hin. Das Ganze ist halt so ein bisschen, ich sag mal, ihr kennt diese Läden mit den Lichterketten und so und da wo die... Also die typischen Karaoke-Läden, ja. Seid gespannt. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz essen. Wir gehen zur Japanese Bar in Lomsak. Waren wir auch schon öfter, weil sonst kriege ich meine Frau nicht durch die Läden durch, weil die bestellt sonst in jedem Laden 3-4 Mahlzeiten. Das hält uns unglaublich auf. Deswegen, jetzt gehen wir mal Japanese, meine Freunde. Hallo, meine Freunde, was geht ab? Was habe ich mich da wieder eingelassen, meine Freunde, mit der Karaoke-Geschichte? Ich mag diese Herausforderungen. Bin ich nervös? Nee.
Mal gucken, wie es davor ist. So. Kann sein natürlich, aber jetzt aktuell, nee, bin ich nervös. Im Endeffekt über den Schatten springen. Mach vielleicht auch irgendwas, wo du oder denkst so, oh, ist mir ein bisschen unangenehm. So. Das sind genau die Dinge, an denen du arbeiten solltest, mein Freund. Und wenn es nur Karaoke ist, vor ein paar Leuten ein bisschen Spaß haben, aber dieser innere kleine Schiss, dieser kleine Schweinehund, auf der Bühne zu stehen und sich eigentlich lächerlich zu machen, da sollte man drüber gehen. Das sollte man ab und zu mal wieder, ich sag mal, sich gönnen einfach. Und das tut gut. Naja, jetzt geht's dann gleich weiter, meine Freunde. Seid gespannt, wir finden heute noch die Location, die wir brauchen. Wir sind jetzt auf der Anfahrt auf den ersten Laden. Ja, macht euch mal selbst ein Bild. Das sind diese herzhaft unseriösen Lädchen. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir haben die Location. Ich fühle mich hier wohl. Ist ganz nett hier. Ich glaube, da machen wir es, oder? Meine Freunde, da machen wir es. Ich habe einen ganz guten Eindruck von dem Laden hier. Ich kann es nicht singen ohne den Sound. Und am besten singe ich es, wenn ich auch noch den Typen höre. Aber höre ich ja nicht. So, jetzt geht's los. Akamate don leo, bomi we wang, peng lang pai. Ich werde langsam besser, also sicherer, textsicherer. Aber glaubt mir, es ist so schwer, so ein Lied zu lernen, wenn man es nicht mehr versteht. Du musst es ja auswendig können, weil das Talent ist umgemünzt aufs Englische, das wir lesen können. Das brauchst du nicht singen. Du musst ja zeitgleich wissen, wie singt es der Mann. Das ist so schwer, Mann. Das ist so schwer. Aber ich bin dran. Ich bin dran. Sebastian Boy Tim Kahn. Servasi Boy Simkan. Servasi Boy Simkan. Servasi Boy Timkan. Servasi Mi Hapengan the Lot Bai. Krieg ich niemals hin. Wird niemals was. Das wird niemals was. Alter Schwede. Und wir sind noch nicht mal, wo es ums gut anhören geht, meine Freunde. Wir sind jetzt erstmal, dass man die Lyrics so ein bisschen hat. Und das sind wir jetzt erstmal. Gut anhören haben wir noch nicht. Naja, weiter geht's. Du, 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 ta, tam, 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 tam. Tam, mai, tam, tam, gab, chan, dai. Wer kennt ihn nicht? Reggae. Tam, mai, tam, tam, gab, chan, dai. From Thailand. Du, 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 tatam. Es ist ein Tag bevor, wir sind heute am Samstag. Ja? Wir waren gerade Petschabun, ein bisschen gemacht, die Songs laufen rauf und runter im Auto, keine Sorge. Ich bin drin, ja? Ich bin drin. Und dann werden wir morgen mal ordentlich performen, meine Freunde. Du, 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 tatam, tam, tam. Ich mach's mir auch nicht leicht, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Mal gucken, vielleicht wird das ja auch einer der legendärsten Abende ever. Also man muss da natürlich immer so ein bisschen open natürlich sein und Dinge einfach auch zulassen, meine Freunde. Das ist auch total wichtig. Mach einfach mit. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ich freue mich auch drauf, weil wir machen da eine Party einfach. Ich singe nicht gut, ja? Meine Stimme ist beschissenst, da braucht man nicht reden. Das ist einfach, ich bin kein Sänger. Ganz einfach. Aber ich mache es trotzdem. Und das ist das, was im Leben eigentlich einem unglaublich weiterbringt. Wenn man einfach Dinge trotzdem macht. Obwohl alle sagen, du kannst es nicht. Wisst ihr? Mach's trotzdem und hab Spaß dabei. Du, 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 ta, tam, tam, tam. Ich probier's nochmal. Der Refrain war beschissen. Ja, meine Freunde, wir fahren jetzt. Jetzt wird's ernst. Wir fahren zum Karaoke-Abend. Los geht's. Und wir beginnen jetzt mit dem Livestream. Das bedeutet, wir fahren jetzt erstmal ein Bier kaufen. Ich brauche so ein kleines Anfangsbierchen.
Und dann starten wir mit dem Livestream in einer netten Bar. Und dann werden wir in unsere Karaoke-Bar gehen. Ob ich aufgeregt bin, kann ich euch ganz ehrlich sagen, bisschen. Oh, Dankeschön, Tele. Jetzt geht's mal los. Erstmal ein Wegbierchen natürlich für die Sängerkehle, meine Freunde. Prösterchen. Tang te tang mikatinai, lauten dai komma pen laita. Made in Thailand. So, meine Freunde, ich möchte jetzt mal ganz kurz auch was loswerden. Und zwar, ich finde solche Aktionen, die wir jetzt heute machen, ab und zu mal ganz wichtig, dass man so aus der Komfortzone rausgeht und mal was macht, wo man sagt, du, boah, eigentlich unangenehm. Aber einfach machen, wisst ihr? Einfach machen, ab und zu im Leben aus der Komfortzone raus, meine Freunde. Ganz wichtig, mache ich heute. Habe ich Bock, da irgendwo zu stehen? Nö, ich mach's trotzdem, aber scheiß drauf. Das wird wieder so ein Abend, den ich wahrscheinlich in meinem Leben nie vergessen werde. Und auf sowas freue ich mich, dass man einfach Erlebnisse kreiert im Leben, an die man gerne zurückblickt. Da wo man einfach sagt, du weißt noch, was für ein geiler Abend. So. Und da bin ich eigentlich schon gut drin, muss ich sagen. Also, und deswegen ruhig so ein bisschen so ein paar verrückte Aktionen bringen im Leben. Das ist nie schlecht, meine Freunde. Ja? Einfach mal 5 Grad sein lassen und einfach mal auf den Putz hauen, Leute. Das gehört einfach mal dazu und das sollte man immer wieder mal machen. Muss ja nicht oft sein, aber immer wieder mal. So, meine Freunde, auf der Anfahrt haben wir jetzt nochmal jeden Song 2-mal durchgemacht. Besser wird's nicht. Prösterchen. Heute haben wir was ganz Spezielles vor, meine Freunde. Schön, dass ihr dabei seid. Wir trinken jetzt erstmal ein ganz dickes Prost auf diesen Abend heute. Heute ist der lange erwartete Tag. Ihr wisst, was es bedeutet. Damit ihr mal einen ganz kurzen Plan habt, was passiert. Uns werden ein paar Leute hier besuchen. Mein Kumpel aus Bangkok kommt, meine Freunde. Ihr kennt ihn. Wir machen uns heute einen schönen Abend. Wir machen heute Karaoke-Action. Wo machen wir die? Gegenüber im Puff. Du kannst nur in die Puffs singen. Ja? Sorry. Ist so. Du kannst nur in die Karaoke-Schuppen singen, wo halt auch die Damen am Tisch sitzen und Zeug. Ja? Dann haben wir gesagt, okay, ist ja jetzt nicht unbedingt Unrecht oder nicht unbedingt, ist ja nicht schlimm, wenn wir da im Laden am Abend ein bisschen Umsatz machen, ein bisschen Party machen und einfach ein bisschen singen, oder? Dankeschön. Dann geht's los in die Bar. Es wird auf jeden Fall lustig. Je länger ich da bin, desto mehr Bock habe ich irgendwie. Der Bock steigt von Minute zu Minute. Die denken sich eh. Hallo, was geht ab? Was kostet das Bier in der Location? Das kostet ein Bier 120 Baht, oder? Ja, 120. 120, dafür kann sich aber auch mit Mädels unterhalten hier. Das ist dann for free. Plus Getränk für sie halt. Los geht's. Und wie war der erste? Also ich habe euch gesagt, ich kann's nicht. Ich habe das vorher gesagt. Und ich möchte nur hören, gar nicht so scheiße. Das wäre gut. Gar nicht so scheiße, bin ich schon zufrieden. Jetzt geht's mal in die Runde rum. Karaoke. Prost. Bro. Weigand die Zeit. Denn noch bei Maimon kann tan. Jod nam da. Thank you.
macht auf jeden Fall Spaß. Du, 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 tatam. Es war doch schön, also mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Vielleicht können wir es mal öfter machen, aber ich habe eigentlich echt Bock, muss ich sagen. Irgendwie lustig. Meine Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben wie versprochen abgeliefert, würde ich mal sagen, oder? Das war 5K Abonnenten-Special to the fullest. So, Grüße gerne auf alle, die zugucken, meine Freunde. Schön, dass ihr euch glücklich seid.